Aber Julian H. ist auch verfolgt worden, mit internationalem Haftbefehl in Europa gesucht worden. Also alles sehr, sehr viel für ein Ibiza-Video. Und auch für Suchtmittelhandel mutmaßlichen. Und deswegen wird das sehr, sehr stark kontrolliert und auch beobachtet von vielen Prozessbeobachtern, wie etwa Amnesty International oder aber auch Epicenter Works. Und was sie genau kritisieren und was sie sich von diesem Verfahren erwarten, das konnte ich mit dem Direktor besprechen. Sie von Epicenter Works haben ja auch die Gerichtsakten veröffentlicht, schon im Vorfeld des Prozesses. Man hat hier auch Alarm geschlagen. Insgesamt 15 NGOs haben Alarm geschlagen, weil sie befürchtet haben, dass dieser Prozess eben politisch motiviert ist, dass man hier vielleicht ein Exempel setzen würde. Wieso war denn das aus Ihrer Sicht notwendig? Ganz einfach, weil Julian Hessenthaler auf jeden Fall einen wichtigen Beitrag zur Informationsfreiheit in diesem Land geleistet hat. Wir wissen jetzt mehr über die Mächtigen in diesem Land, als wir vorher wussten, und das ist wichtig in einer Demokratie. Und man darf Julian Hessenthaler nicht deswegen verfolgen, aber irgendwie ist das Ibiza-Video so der Elefant im Gerichtsraum, im Gerichtssaal, über den keiner reden will, aber der natürlich ganz viel ausgelöst hat. Und gerade weil so viel spekuliert wurde rund um Ibiza, ist es jetzt wichtig, dass mal alle Fakten auf den Tisch kommen. Deswegen haben wir auch den enormen Aufwand unternommen als Datenschützer, diese Gerichtsakten zu schwärzen und wirklich 442 Seiten Primärdokumente veröffentlicht, damit sich jetzt mal wirklich alle selber ihr Urteil bilden können und nicht immer anderen vertrauen müssen. Und auch deswegen sind wir hier und deswegen sind die Medien hier, weil bei diesem Verfahren jetzt auch die Schuldfrage geklärt wird. Und noch einmal, da geht es nicht um das Video, das wird nicht zur Anklage gebracht, weil es aufgrund der Kenntnisse der deutschen und österreichischen Justiz ja legal war, dieses Video zu machen. Einzig die Drogenvorwürfe sind im Raum, die sind zur Anklage gebracht worden und die werden jetzt verhandelt. Genau, es geht hier heute also um Suchtmitteldelikte und es geht auch um das Delikt der Urkundenfälschung. Wie haben denn Sie diesen Prozess bisher wahrgenommen? Es ist ganz schwierig, einen laufenden Prozess zu bewerten und ich will da auch in ein laufendes Verfahren nicht eingreifen. Für uns ist wichtig, dass wir hier sind und dass es eben auch ein öffentliches Verfahren ist, ganz nach dem Grundsatz, Justice does not only need to be done, it needs to be seen to be done. Also wir müssen hier auch alle zuschauen, damit hier alles sauber abläuft. Aber ich habe eigentlich Vertrauen in die österreichische Justiz und ich glaube auch, dass wir jetzt am Ende endlich auch mal verstehen werden, was denn wirklich zu diesem Video geführt hat und dieses Kapitel Ibiza in Österreich vielleicht irgendwann auch mal abschließen können. Es gibt um diesen Fall, um diesen Prozess jetzt auch viele Fragezeichen. Sie haben unter anderem auch die Zeugen in Frage gestellt, aber auch, dass Julian H. sehr stark überwacht worden ist. Welche Punkte erscheinen Ihnen hier sehr kritisch? Also es ist natürlich ein ganz gefährliches Signal, wenn Menschen, die zu viel Wahrheit ans Tageslicht fördern, über Ländergrenzen hinweg gejagt werden. Und man hat hier ja wirklich enorme Aufwendungen gemacht und auch ganz viele Überwachungsmethoden eingesetzt, wie zum Beispiel Funkzellenauswertungen rund um das Büro des Anwalts in Berlin, IMSI-Catcher, Hausdurchsuchungen, Serverbeschlagnahmungen. Also es ist wirklich ganz viel gemacht worden und jeder Stein umgedreht worden. Und da muss man sich schon fragen, wieso? Weil die Erpressungsvorwürfe, die ursprünglich die Verfolgung eingeleitet haben, die werden hier heute gar nicht verhandelt. Also das ist schon längst wieder fallen gelassen worden. Ich glaube schon, dass hier die Strafverfolgungsbehörden ein bisschen überreagiert haben. Und das ist aus meiner Sicht eben nicht gerechtfertigt gewesen, weil das Signal an zukünftige Aufdecker und Whistleblowerinnen ist ein sehr gefährliches. Wir müssen darauf schauen, dass die Menschen, die Missstände offen ansprechen, auch geschützt werden. Die haben unsere Solidarität verdient. Sie sprechen es schon an, dieser Prozess hat natürlich große Signalwirkung für politische Whistleblowerinnen und so weiter in Zukunft. Was kann man denn jetzt machen? Was muss jetzt passieren, damit sich diese Menschen in Sicherheit wiegen können und auch wissen, ihnen wird geholfen werden? Es gibt eine EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern. Die muss Österreich bis Ende dieses Jahres umsetzen. Und das wäre aus meiner Sicht ein ganz dringendes To-Do für die Regierung, da bald einen Entwurf vorzulegen und da wirklich auch einer hohen Sorgfalt dran zu gehen, dass wir einfach ein Land sind, wo die Missstände, die passieren, und davon gibt es ja einige, nicht unter den Teppich gekehrt werden, sondern endlich aufgearbeitet werden können.
Können Sie vielleicht noch kurz ein Beispiel nennen, was beinhaltet diese Richtlinie konkret? Diese Richtlinie sieht vor, dass es Stellen geben muss in Unternehmen, in Behörden, wo sich Whistleblowerinnen hinwenden können und dass es eben auch gewisse Schutzmaßnahmen gibt, wenn man verantwortungsvoll mit einem Missstand umgeht, dass man dann eben nicht aufgrund von irgendwelchen Verschwiegenheitserklärungen oder zivilrechtlichen, strafrechtlichen Dingen belangt werden kann, damit es einfach einen Weg gibt, wie Menschen, die Missstände erleben in ihren beruflichen Kontexten, die auch an die Öffentlichkeit bringen können. Also da geht es im besten Fall auch um so Leute wie Edward Snowden. Also wir hatten ja auch bei Gott genügend nachrichtendienstliche Skandale rund um das BVT. Und es wäre zum Beispiel eine unserer Forderungen, dass auch wenn in dem sicherheitspolizeilichen Bereich es zu Missständen kommt, dass dort auch die Möglichkeit für ehrliche Menschen besteht, einen Weg zu gehen, diese Missstände abzustellen, unter Wahrung ihrer Rechte und vielleicht auch ihrer Anonymität. Vielen Dank. Thank you.